Ja, wir befinden uns hier im Floragarten, eine historische Parkanlage in Unterbilk, ein Kleinod. Und wir freuen uns hier, dass wir heute hier einen Kinderspielplatz eröffnen können. Ja, wir haben hier das Thema Flora aufgenommen wegen Floragarten. Das heißt, wir haben sehr farbig hier gearbeitet in floralen Farben. Und wir haben hinter mir ein Großklettergerüst. Da haben wir drei Türme. Jeder Turm soll eine Blume darstellen, die durch Gräser verbunden werden. Und die Kinder haben hier die Möglichkeit zu hangeln, zu klettern, zu spielen und sich zu verstecken und auch zu rutschen. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, auf- und abzusteigen. In dem nächsten Bereich Drehen, Schaukeln, Wippen haben wir in der Mitte ein Drehkarussell, was auch sehr floral wirkt und auch bunt dargestellt ist. Daneben eine Wippe und eine Schaukelkombination mit Kleinkinderschaukel, mit zwei normalen Schaukeln und mit einer Partnerschaukel. Das heißt, da kann ein Elternteil auch sein kleines Kind gegenübernehmen und mit dem Kind schaukeln. Dann haben wir noch unter anderem einen Fitnessbereich gebaut und geplant. Und dieser Fitnessbereich ist ein bisschen abgegrenzt von dem Kinderspielplatz. Und da können auch Eltern theoretisch, natürlich auch andere Nutzer, alle sind herzlich willkommen, an einer Fitnessanlage, man nennt dies Calisthenics, mit eigenem Körpergewicht Kräfte aufbauen bzw. Muskeln aufbauen. Daneben in dem Bereich haben wir zwei Tischtennisplatten. Also die Maßnahmen haben wir durch den Masterplan Spielplätze finanziert. Wir hatten Baukosten von 250.000 Euro. 200.000 Euro sind aus dem Masterplan gekommen und 50.000 Euro aus dem Stadtbezirk, das heißt Bauunterhaltungsmittel. Und damit haben wir halt den Sportbereich gebaut, weil mit dem Masterplan für Kinderspielplätze bauen wir nur Spielplätze und keine Sportbereiche. Und aus dem Grund haben wir natürlich mit der BV zusammengearbeitet und haben dieses schöne Ergebnis erzeugt.